So, dann legen wir gleich los. Hey Angela, willkommen. Auf geht's! Wir machen gar keine großen Labereien vorher. Wir legen gleich los. Locker dribbeln, rechten Arm vorwärts kreisen. Heute Klassiker. Los geht's mit statisch-dynamischem Krafttraining. Wechsel linken Arm. Danach dann noch 20 Minuten mit Hanteln en bloc arbeiten. Und dann war's das schon. Wie gesagt, jetzt erstmal locker erwärmen, rechts rückwärts kreisen, den rechten Arm weiter dribbeln. Nach der Erwärmung legen wir dann gleich los. Links rückwärts. In der ersten Runde statisch-dynamisches Krafttraining. 30 Sekunden Hocke halten, 30 Sekunden Kniebeuge, dann machen wir 3 Minuten im Wechsel, Schulterkreise vorwärts. Dann Runde 2. 30 Sekunden Plank, 30 Sekunden Sit-Ups. Okay, jetzt den Oberkörper ein bisschen durchschwingen. Und twisten. Dritte Runde. Krafttraining dann. 30 Sekunden Fallschirmspringer. 30 Sekunden Robbe. Wechselschritt. Locker schlagen dabei. Dann im nächsten Durchgang Kraft. Alle statischen Übungen zweimal durch. Also 30 Sekunden Hocke halten. 30 Sekunden Plank, 30 Sekunden Fallschirmspringer, zweimal durch. Und letzte Runde. Kraft, dann alle dynamischen Übungen, 10 Kniebeuge, 10 Sit-Ups, 10 mal Robbe. Das Ganze 3 Minuten lang im Wechsel, dann aber geschafft. Und dann schnappen wir uns die Hantel. Okay, durchholen. Mal hinten rumrollen. So, ein paar lockere Schläge im Stand. Okay, Foot-Tips heißt also, das rechte Bein anwinkeln und mit der linken Hand den rechten Fuß antippen. Wechsel auf die andere Seite. Und die Toe-Chest-Tips. Also einmal die Zehenspitzen, einmal auf die Brust klopfen wie die Gorillas mit einem leichten Sprung. Okay, einmal drehen, wenn wir uns nach links drehen, rechts schlagen, wenn wir uns nach rechts drehen, die linke schlagen. Und Zeit. So, schon trinken. Dann legen wir gleich los mit der ersten Runde. Wie angekündigt, 30 Sekunden Hocke halten, 30 Sekunden Kniebeuge. Bei der Hocke
schön drauf achten, dass die Füße ganz stehen bleiben. Also nicht in die Hocke gehen und die Hacken abheben, sondern die bleiben stehen. So. Das gleiche gilt dann für die Kniebeuge. Ich mache mal schnell den Timer an und guck mal, ob wir noch ein paar mehr Zuschauer haben. Und nicht nur Zuschauer, sondern auch Leute, die mitmachen. Hey, Tanja! Sehr, sehr schön. So, also dann fertig machen für die Hocke. Und los geht's, runter in die Hocke. Bin gleich bei euch. So, da bin ich, Arme frei. Schön atmen. Je weiter ihr den Oberkörper aufrichtet, desto schwieriger wird's. Noch 10 Sekunden. 5, 3, 2, 1, langsam durchsacken und langsam hoch und dann schön durchpumpen. Noch 10 Sekunden, dann geht's wieder in die Hocke. 5, 3, 2, 1, Hocke. Und jetzt sollte es schon langsam anfangen zu brennen in den Oberschenkeln. Noch 15. Durchsacken und hoch. Schön ruhig durchpumpen. Noch 10 Sekunden. 5, 2, 1, Hocke. Zum letzten Mal in dieser Runde. Oh ja. Noch 10. 5. Und durchsacken. Hoho. Wir stecken noch die Speedlights von gestern in den Beinen. Hoi, hoi, hoi. Ich hole mal kurz mein Handy, um kontrollieren zu können, erstens, ob die Verbindung noch steht und ob wir noch weitere Zuschauer gewonnen haben. In der nächsten Runde geht es dann weiter mit den Planks. So. Okay, weiter geht's. 30 Sekunden Plank, 30 Sekunden Sit-Ups. Alles ein bisschen aufschütteln. In 10 Sekunden geht's los. Langsam fertig werden. Und auf geht's. Schön tief atmen, den Rumpfkorb also schön stabilisieren. Ich sehe die Uhr nicht, so, noch 15 Sekunden, also Spannung,
auf Bauch, Rücken, Gesäß. Noch 5 Sekunden. 2, 1, Sit-ups. Schön sauber rollen. Als erstes rollen Sie die Schultern ein bis runter zur Lendenwirbelsäule. Und beim Ablegen legt sich zuerst die Lendenwirbelsäule ab. Dann rollen wir bis hoch zum Schultergürtel. Auf geht's. Zweite Runde Plank. Noch 10 Sekunden. Und Sit-ups. Noch 10 Sekunden. Und Plank. Zum letzten Mal in dieser Runde. Auf geht's. Noch 5. Und Sit-ups. Noch 5 Sekunden. Einer geht noch. Schnell. Gut. In der nächsten Runde dann Fallschirmspringer. Also wir legen uns auf den Bauch, Oberkörper und Beine heben ab und halten. Dann 30 Sekunden Robbe, Oberkörper und Beine arbeiten auf und ab. So, dann schauen wir doch noch mal kurz, wie es hier so aussieht. Tanja, du bist noch rechtzeitig reingesprungen. Ich hoffe, du bist dabei. So, noch 20 Sekunden. Dann legen wir wieder los. Schön tief durchatmen. In 10 Sekunden geht's weiter. Fertig werden. Auf geht's. Schön halten. So wenig Auflagefläche wie möglich. Versucht, die Beine so weit abzuheben, dass die Knie zumindest nicht mehr den Boden berühren. Beim Oberkörper sollte der Brustkorb nicht mehr den Boden berühren. Noch 5 Sekunden. Und Robbe. Einmal komplett ablegen. Und dann wieder hoch. Die Übung ganz ruhig immer wieder durchführen. Nicht ruckartig arbeiten. Die Muskulatur langsam in die Bewegung ziehen. Noch 5 Sekunden. Und halten. Ruhigen Atemrhythmus. Die
Über die Streckung der Arme könnt ihr die Intensität noch mal ein bisschen nachjustieren. Je weiter die Arme gebeugt sind, desto einfacher ist die Übung. Noch 5 Sekunden. 2, 1, Robbe. Noch 10 Sekunden. 5. Und halten. Zum letzten Mal in dieser Runde. Zehn, fünf und Robbe. Pause. Dann zum letzten Mal statisch arbeiten. Alle Übungen, alle statischen, zweimal durch. Das heißt, 30 Sekunden Hocke halten, 30 Sekunden Plank und 30 Sekunden Fallschirmspringer. Wenn wir das geschafft haben, gleich noch einmal. Schlückchen trinken, noch 30 Sekunden Pause. Anna-Sophie, willkommen. Komm, ist noch genügend Zeit, steig mit ein. So, fertig werden. Hocke halten und auf geht's! Noch 10 Sekunden. 5. Und Plank. Fünfzehn Sekunden noch. Zehn. Und Robbe, nee, nicht Robbe, Fallschirmspringer. Immer schön, eins nach dem anderen. Schön halten, 15 Sekunden noch. Danach dann zum allerletzten Mal die Hocke halten. Noch 10. 5. Und auf zur Hocke. Noch 20. 15. 10. 5. Und zum letzten Mal die Plank für heute.
15. Zehn, fünf und Fallschirmspringer. So, das machen wir hier schnell mal weg. Schön halten. Gleiche Schluss und Pause. So, dann letzte Kraftrunde. Alle dynamischen Übungen, das heißt 10 Kniebeuge, 10 Sit-Ups, 10 Mal Rübe, das Ganze 3 Minuten lang immer schön hintereinander weg im Wechsel. So, Tanja, bist du noch dabei? Anne-Sophie, wie sieht's aus? Bist du noch mit eingestiegen? Wenn ja, schick doch beide mal einen Daumen hoch. Genügend Zeit ist noch. Noch 20 Sekunden. Ha, sehr gut. Super. Vielen Dank. Genau, rechtzeitig, denn gleich geht's wieder los. Und auf geht's. 10 Kniebeuge, 10 Sit-Ups, 10 Mal Robbe. Fünf hab ich. 6. 10 Sit-Ups, weiter geht's, 10 Kniebeuge, weiter geht's mit den Sit-Ups. Sieben, acht, neun, 10 Robbe. Zehn. So, damit sind wir einmal durch. Die erste Minute ist schon hinter uns. Zweiter Durchgang. Fünf, acht, neun, zehn Sit-Ups zum zweiten. Und die Robbe zum zweiten. Neun. Zehn. So, wir haben noch 40 Sekunden. Mal sehen, was wir noch schaffen. Fünf. Neun, zehn, noch 20 Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, da kommen die 10, machen wir nach holen. Neun, zehn. So, als nächstes braucht ihr ein paar Gewichte, wenn ihr welche habt. Kilo Hanteln,
oder kleine Wasserflaschen. Und wenn er nichts da hat, ist auch nicht so schlimm, macht er das Ganze ohne mit. Denn wir starten jetzt 20 Minuten en bloc. Jede Minute gibt es was Neues. Wir starten mit Dribbeln und gerade schlagen. So, nochmal schnell hier gucken, ob es hier Neuigkeiten gibt. Ich schnappe mir schon mal meine Gewichte. Noch 10 Sekunden. Fertig werden. Und auf geht's. Dribbeln. Gerade schlagen. Oh, ich merke die Einheit von gestern noch ganz schön. Gestern Abend. Speedlines. Intervalle. Und explosive Schläge. Das war gut. Das hat gezogen. Guckt mal in der Timeline. Scrollt mal ein bisschen durch. Gestern das Training. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das noch nachtrainieren. Wir lassen alle Trainings online. Auch jetzt über die Feiertage. Allerdings haben wir noch ein zusätzliches Training für die Feiertage. Uli hat noch mal ein Rocky-Training im Freien für euch absolviert. Haben wir gestern aufgezeichnet. Das wird gut. So richtig mit Ast und so. Hammer. So, dann Halteübung. Arme schön gestreckt halten. Zusammen und auseinander. Und die Fäuste drehen. Noch 15 Sekunden. Noch 5 und die gestreckten Arme in der Mitte hoch und runter, seitlich hoch und runter. Noch 20 Sekunden, dann Wechselschritt, gerade schlagen. Noch 10. Und auf geht's. Wechselschritt, gerade schlagen. Ja, die Runde ist anstrengend. Weil wir viel gerade schlagen, noch 30 Sekunden. Schatzerboxen! Wer schon trinken muss und mag, gern jetzt. Schön alles mitnehmen, alle Grundschläge, jede Oberkörperbewegung, Block. Oben, unten, alles schön zusammenpacken. Noch 10 Sekunden, dann dribbeln und Aufwärtshacke schlagen für eine Minute. Geht's. Eine Minute dribbeln und aufwärts hacken.
Dann 30 Sekunden Halteübung. 30 Sekunden Mitte Seite. Und nochmal eine Minute Wechselschritt und Aufwärtshack. Noch 30 Sekunden. Und Halteübung. Füße schulterbreit, leicht, ganz leicht die Knie beugen und dann die Arme waagerecht halten. Und zusammen und auseinander, während die Fäuste schön drehen. Und Mitte hoch runter, Seite hoch runter mit gestreckten Armen. Und nur aus den Armen arbeiten. Oberkörper steht still, senkrecht. Noch 10 Sekunden, dann Wechselschritt und Aufwärtshaken. Auf geht's, Wechselschritt, Aufwärtshaken. Noch 30 Sekunden. Schön die Füße durchwechseln. Mit jedem Wechsel einen Einschlag mitnehmen. Noch 20. Dann eine Minute Schattenbock. Noch 10. Locker Schattenboxen. Wer möchte, kann zum Schattenboxen die Hand dann auch ablegen. Ich möchte meine Muskulatur mal noch ein bisschen fordern vor den Feiertagen. Zwischen den Feiertagen werden wir keine Trainings anbieten. Das heißt, wir haben auch mal ein bisschen Regeneration. Können wir ganz gut gebrauchen. Da sind wir jeden hier ungefähr 4 Trainings in der Woche. Dann macht sie da körperlich schon ganz schön bemerkbar. Aber ja, man hilft nichts. Wir machen weiter, bleiben dran für euch und in der nächsten Minute dribbeln und seitwärts hacken. Auf geht's! Ja, jetzt werden die Schultern nochmal ordentlich gefordert. Noch 30 Sekunden. Dann wieder Halteübung für 30 Sekunden. Auf geht's.
Schön durchhalten. Noch 10. Und die gestreckten Arme in der Mitte hoch und runter. Und an der Seite hoch und runter. Noch 10 Sekunden, dann Wechselschritt und Seitwärtshacke. Ja, es brennt. Und auf geht's, Wechselschritt, Seitwärtshacke. Dann noch eine Runde Schattenboxen. Also eine Minute Schattenboxen, so. Noch 30 Sekunden. Gleich Schattenboxen. So, auf geht's, Schattenboxen. Noch 15 Sekunden, dann im Stand. Gerade schlagen, eine Minute lang. Okay, langsam. Kampfstellung. Und los geht's. Schön, lang, gerade. Raus die Schläge. Schön die Kampfstellung halten. Oberkörper bleibt leicht nach vorn gebeugt. Ellenbogen werden nicht seitlich ausgestellt, bleibt schön innen. Noch 30 Sekunden. Dann eine Minute lang dribbeln auf der Stelle bei geschlossener Deckung. Noch 10 Sekunden. Und auf geht's. Deckung zu, dribbeln. Schön eine Minute locker durchdribbeln. Dann eine Minute im Stand, Aufwärtshacke. Könnt ihr gern aufteilen in 30 Sekunden zum Körper und 30 Sekunden zum Kopf. Schön Aufwärtshaken ziehen. Noch 30, dribbeln. Versucht die Fäuste schön oben zu halten. Könnt ihr gerne auch so ein bisschen hier am Körper abschützen. Die Oberarme. Noch 10 Sekunden. Und Kampfstellung. Aufwärtshacken. Ich starte unten zum Körper. Ich sage euch dann 30 Sekunden an. Wenn ihr das auch macht jetzt und wechseln wollt, dann zu den Aufwärtshacken zum Kopf.
Schön ruhig weiteratmen. Ja, das scheint ziemlich profan, diese Anweisung, immer wieder die Erinnerung, aber es ist doch wichtig. Und wir wechseln zu den Aufwärtshaken zum Kopf. Ja, an der Atmung scheitert oft das Training, weil falsch geatmet wird. Man kommt zu früh in Sauerstoffschuld und fängt dann zu schnell an, muskulär zu übersäuern. So, dann geht's weiter im Wechselschritt. Wieder die Deckung geschlossen halten und unten die Füße wechseln durch. Eine Minute lang. Dann geht's weiter mit dem Seitwärtshaken im Stand. Noch 30 Sekunden. Und Kampfstellung, Seitwärtshaken. Schön den Ellbogen in die waagerechte pitchen. Dann die Faust zurück. Körper dreht mit, Kopf bleibt stehen. Noch 30 Sekunden. Dann wieder dribbeln bei geschlossener Deckung. Und auf geht's. Deckung zu, dribbeln. Ihr habt's gleich geschafft. Nach dieser Minute dribbeln. Jetzt sind es nur noch 30 Sekunden. Im Stand gerade schlagen, diesmal für 20 Sekunden. Dann nach 20 Sekunden aufwärtshaken und nach weiteren 20 Sekunden seitwärtshaken. Dann nochmal eine Minute Wechselschritt bei geschlossener Deckung. Und dann ist Schluss für heute Morgen. So, fertig werden, Kampfstellung und gerade schlagen für 20 Sekunden. Noch 10. Bei den Aufwärtshaken starte ich wieder für 10 Sekunden zum Körper und 10 Sekunden zum Kopf. Fertig und Aufwärtshaken zum Körper. Zum Kopf. Fertig für die Seitwärtshaken und go! Noch 5 Sekunden durchhalten. Deckung zu, Wechselschritt, letzte Minute.
45. Die Hantel weg, mach den Timer aus und komm dann gleich noch einmal zu euch. Grüß ihn! Ja, ich habe mich bemüht, richtig Gas zu geben. Wally, sehr gut. Safa, schön, dass ihr dabei wart. Super, super. So. Dann setzt euch die Fußsohlen aneinander legen mit den Ellenbogen. Die Knie leicht auseinander drücken. Aufstellen, das rechte Knie nach innen legen, das linke Oberkörper dabei schön aufrecht lassen, nochmal wechseln, nochmal wechseln. Okay, dann 90-90. Rechtes Bein im 90 Grad Winkel, linkes Bein im 90 Grad Winkel. Wir drehen den Oberkörper zum linken Bein. Jetzt drehen wir den Oberkörper zum rechten Bein und wechseln die Beine entsprechend durch. Wer möchte, kann gern mit den Händen stützen. Wer es ohne Händen bekommt, macht ohne. Sehr gut. Immer für ein paar Sekunden halten und dann durchwechseln. Okay, die Beine gestreckt ablegen. Dann mit den Händen versuchen, die Zehenspitzen zu berühren. Dann von innen die Hacken zu berühren. Und von außen die Hacken zu berühren. Wer das alles nicht hinbekommt, legt die Hände auf die Schienbeine und versucht, die so weit wie möglich an den Beinen Richtung Füße nach vorn zu schieben. Und wenn wir das geschafft haben, dann machen wir Schluss für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr ein Däumchen hochgeschickt habt und kommentiert habt. Weiter geht's dann heute Abend mit Marc und Uli. Thorsten hat sich leider Magen-Darm-Virus eingefangen. Kein Corona, Magen-Darm ist ja mittlerweile auch wieder im Umlauf, deshalb ist Thorsten für dieses Jahr raus. Den habt ihr am Freitag in diesem Jahr zum letzten Mal hier im Training erlebt. Dann wird Thorsten wieder in Erscheinung treten im nächsten Jahr, wenn hier das Online-Programm weitergeht. Bis dahin haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Heute Abend, wie gesagt, 18 Uhr Uli und Marc. Und morgen 18 Uhr bin ich dann nochmal für euch da. Und dann genießen wir die Feiertage und die Tage dazwischen und hoffen, wir sehen euch alle bald wieder. Vorerst wird das allerdings nur hier im Online-Training möglich sein, so dass wir euch dann als Namen nur sehen. Und von Angesicht zu Angesicht hoffen wir dann doch, dass es im Februar wieder losgehen kann. Das ist die Hoffnung. Ob es Realität wird, müssen wir noch abwarten. Aber, wie heißt es so schön,
Der Optimist und der Pessimist haben bis zum Eintreten des Ereignisses, was erwartet wird, nicht recht. Keiner von beiden. Aber allerdings hat der Optimist bis dahin das bessere Leben geführt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Macht's gut. Sehr gern, Tanja.